Hey Leute, willkommen zurück bei Pokémon Schild. Wir sind dabei, uns jetzt den Feuerorden zu holen in Ancient City. Und das werden wir jetzt gleich tun. Alle Teilnehmer der Arena Challenge sind herzlich eingeladen, die Nacht im Knospi Inn zu verbringen. Haben wir schon gemacht. Das haben wir schon. Wir Liga-Angestellten sorgen dafür, dass die diversen Kämpfe bei der Arena Challenge alle reibungslos über die Bühne gehen. Okay, dann mal rein da. Ancient City Arena, diesmal ziemlich groß. Bin auf die Aufgabe gespannt. Oh, hier ist mal wenig los, sonst laufen hier immer ziemlich viele Leute rum. Müssen uns bestimmt gleich umziehen. Hey Carlos, bei meinem Kampf gegen Kabu sind echt die Funken geflogen. So, ja, los geht's. Dup, erstmal noch umziehen bitte. Mit der coolen 85. Die Arena-Mission vom Typ Feuer ist etwas ungewöhnlich. Hier entlang bitte. Okay, lass uns überraschen. Boah, cooles Logo. Okay, was ist denn das? Wieder da steht. Bei der Arena-Mission des Feuer-Arena-Leiters Kabu musst du in Kämpfen gegen Pokémon möglichst viele Punkte sammeln. Besiegte Pokémon geben einen Punkt, gefangene Pokémon 2. Sobald du 5 Punkte gesammelt hast, gilt die Arena-Mission als bestanden. Aber Vorsicht, die anderen Trainer hier werden sich in jeden Kampf einmischen. Denk gut darüber nach, was die anderen Trainer tun könnten und versuche so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Okay, habe ich noch nicht ganz kapiert, ehrlich gesagt. Unsere Pokémon sind ja alle geheilt, hoffe ich mal. Ja. Aber ich habe es noch nicht ganz kapiert, ehrlich gesagt. Aber wir probieren es mal. So, ein Vulpix. Und wie ist es jetzt? Ah, okay. Okay. Also, fangen oder besiegen? Gut, das ist natürlich... Okay, wie, ich kann auf Clone Cat... Kann ich den auch besiegen? Ich weiß, es ist nicht effektiv, keine Frage. So. Bin noch nicht ganz sicher, was jetzt hier passiert. Also ich würde versuchen, das Vulpix jetzt zu fangen. Ehrlich gesagt. Und danach. Also ich würde jetzt versuchen, das Vulpix zu fangen. Und mir dann die 2 Punkte holen, hoffentlich. Wenn ich es fange, dann habe ich die Runde gewonnen. So habe ich das verstanden. Sieht gut aus. Jawohl, Vulpix ist gefangen. Heißt das jetzt, ich habe 2 Punkte? Vulpix. Sein Fell wird geschmeidiger, wenn seine 6 Schweife wachsen. Wenn man das Fell berührt, fühlt es sich leicht warm an. Ist ja auch ein Feuer-Pokémon. In die Box. Oh, 2 Punkte. Kommen die Pokémon hier immer wieder? Nee. In jedem Bereich ein Pokémon, oder wie? Ah, da ist eins. Was ist denn das? Ah! Ein Thermopod. Ich habe eine Vermutung. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich habe mich nicht viel spoilern lassen. Aber ich glaube, die Weiterentwicklung von Thermopod ist ziemlich cool. Was hat denn der andere da? Also, das Thermopod will ich fangen. Und wenn es das ist, was ich glaube, ich weiß jetzt auch den Namen nicht, aber ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Pokémon, was man auch brauchen kann, um später die Häufigkeit von Shinies zu erhöhen, sag ich mal, beim Eier ausbrüten. Das war schon wieder ein Feuer-Pokémon, aber gut, egal. Wir werden schon irgendwie schaffen. Auchi. War nicht so toll. Ach komm. Nehmen wir hier erstmal Fleck Leon.
Oh, das sieht mal krass aus. Wie kannst du dich im Wasser für Pokémon für Brennung hinzuziehen? Das ist unlogisch, um das mal auf den Punkt zu bringen. So. Was passiert jetzt? Einrollen? Achso. So, wir machen jetzt nochmal Aquaknarre. Ich denke, damit besiegen wir es nämlich. Genau. Bam. Und noch ein Punkt. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt ein Pokémon fangen. So, dann haben wir 3 Punkte. Oh, sehr süß. Ein Lichtel. Süß, sieht aus wie eine Kerze. So, ich wollte das Thermopod erfangen, ne? Aber naja, egal. So, wenn wir das jetzt fangen, was ich gerne tun würde. Dann hätten wir 5 Punkte und die Arena-Mission bestanden. Nehmen wir Grasmixer, das ist ein bisschen stärker. Die Grasattacken und Pflanzenattacken sind nicht sonderlich stark. Oh, perfekt. Leute, perfekt. Nein! Nein, er wurde besiegt. Und zwar von dem Thermopod, von dem anderen Trainer. Mist. Ah, okay, also müssen wir noch ein Pokémon finden. Oh, schon wieder ein Vulpix. Naja. Ja, wenn wir es fangen, dann kriegen wir 2 Punkte. Ich bin auch blöd. Ich mein, wir sind in der Feuerarena und ich nutze ein Pflanzen-Pokémon. Das ist selten dämlich. Um das mal so zu sagen. Ich gebe es zu. Ist nicht besonders schlau, was ich da mache. Konfusstrahl. Okay, coole Sache. Mal, dass der andere Trainer könnte ja auch das Pokémon fangen. Nein. Nein, jetzt macht der andere das schon wieder kaputt. Jetzt gewinnt der andere den Kampf wieder, weil ich einen Volltreffer gelandet habe. Bitte hau dich selbst. Nein. Ah, das ist doch jetzt echt blöd gelaufen. So, gibt's hier nochmal einen Thermopod? Naja, wenigstens immer das gleiche. Dann versuchen wir jetzt mal das. Genau, den wollen wir jetzt versuchen zu fangen. Ich habe schon wieder vergessen, das Pokémon. Warte mal. Wir machen jetzt gleich mal hier Flecklion. Das hat besser geklappt. Der immer noch Verbrennungen hat, lustigerweise. Und das macht keinen Sinn. Ein Wasser-Pokémon sollte keine Verbrennungen bekommen können. Also, naja. Das war aber stark. So. Aquaknarre. Nein. Ein Volltreffer. Ja, vielen Dank. Ist jetzt egal. Ich will es jetzt fangen. Wir nehmen jetzt einen Pokéball her. In der Hoffnung, dass es auch klappt. Yes! 5 Punkte, damit haben wir die Arena-Challenge geschafft. Das heißt, wir können den Arena-Leiter herausfordern und uns den Feuerorden holen. Das machen wir nicht mit Kotomi. Thermopod. Es nimmt Beute mit seinem aufgeheizten Körper in die Mangel. Sobald sie gut durchgebraten ist, frisst sie es genüsslich. Okay.
Feuergras. Ja. So, herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung. Kabus Arena-Mission wurde erfolgreich bestanden. Wir haben einen Gewinner. Dann steht jetzt der Kampf gegen Arena-Leiter Kabu an. Auf geht's, Arena-Challenger. Okay. Ist mein Pokémon-Team denn jetzt geheilt? Nein. Aber ich glaube... Ich glaube, der Trainer macht das immer, ne? Wir schaffen es aber auch ohne Fleckleon. Ja, nochmal hübsch machen. Los geht's. Willkommen, ich bin Kabu, der Feuer-Arena-Leiter. Dass du hier vor mir stehst, bedeutet zweierlei. Du hast Yaros Pflanzen-Pokémon bezwungen und Kates Wasser-Pokémon ebenso. Damit hast du dir meinen Respekt bereits verdient. Wir Pokémon-Trainer haben eines gemeinsam. Wir wollen alle gewinnen. Dafür gehen wir Tag für Tag an unsere Grenzen, um noch stärker, noch besser zu werden. Aber während wir trainieren, trainieren auch unsere Gegner. Letztendlich gewinnt der, der im entscheidenden Moment sein wahres Potenzial entfesseln kann. Stimmt, wir haben ja jetzt wieder einen Dynamax-Kampf. Ganz vergessen. Kabu fordert dich heraus. Und wir gehen schon wieder mit... Wir gehen wirklich mit Kotomi in den Kampf. Oh mein Gott. Ach, hey, was habe ich mir dabei nur gedacht? Ich sage euch, was ich mir gedacht habe. Wir nehmen jetzt... Ach nee, warte mal. Doch, nee. Ich dachte gerade, er ist geheilt. Ich nehme jetzt den Beleber her für Fleckleon. Und ich werde ihn auch noch hochheilen. Ich werde jetzt Kotomi opfern. Ist vollkommen okay. Ich hätte mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ist Kotomi wahrscheinlich gleich besiegt? Ne, noch nicht. Aber gleich. So, jetzt kann ich noch einen Trank hernehmen. Nein, jetzt habe ich es bei Kotomi. Das finde ich blöd. Ich denke, hätte jetzt gedacht, wenn ich einfach den Trank nochmal hernehme, kriegt es das Pokémon, was ich als letztes ausgewählt habe. War jetzt ein bisschen doof. Nein. Wir haben noch ein paar Tränke. Trank, drauf aufpassen. Fleckleon. So. Kotomi wird jetzt besiegt. Ich werde aber noch nicht gleich Fleckleon hernehmen. Ich denke, den sparen wir uns für den Schluss auf. Ich nehme Waggon. Probieren es mit der Antikkraft. Ruckzuckieb dürfte nicht viel ausmachen, das ist schon mal gut. Auch die Feuerattacken dürften nicht viel ausmachen. Boah. Juhu, das war gut. Das war gut. Noch einmal Antikkraft und Vulnona ist besiegt. Sieht ziemlich cool animiert aus, Vulnona. Dampfantrieb von Waggon wirkt. Cool. Initiative steigt drastisch. Das sieht echt cool aus. Fast besiegt, Leute. Dann nehmen wir jetzt einen Katapult her. Platt. Arcani. Nee, wir wechseln nicht. Also Arcani ist ziemlich cool. Eins meiner Lieblingsfeuer-Pokémon von damals. Sieht richtig, richtig cool aus.
Nehmen wir wieder Antikkraft. Also ich denke, ich werde Fleck Leon deine maximieren nachher. Sobald wir Akani besiegt haben. Oh ja, das sieht gut aus. Waggon ist echt eine geile Sache. Stein um Feuer gegen Feuer ist cool. Weil der Gegner kann nicht viel ausmachen, aber die Steinattacken sind doch recht ordentlich. So, jetzt kommt Dynamax, Leute. Aufpassen. Waggon erreicht Level 29. Black Leon 28. Inferno Pot. Ah. Pokémon wechseln. Inferno Pot ist mit Sicherheit die Weiterentwicklung von Thermopod, den wir gerade gefangen haben. Und Inferno Pot. Muss jetzt kurz warten, ist 10. Na los, Kabu, such nach einer entzündenden Idee, mit der du gewinnen kannst. So, Inferno Pot. Ja, das ist die Weiterentwicklung von Thermopod. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Weiterentwicklung von Inferno Pot. Das ist eine ziemlich krasse Entwicklung, glaube ich. Den würde ich ja fast gerne in mein Team aufnehmen. So, Leute. Zeit für Dynamax. Und wir nehmen die Dynaflute. Let's go. Dynamax. Yeah. Oh, ein blauer Riesenfrosch in der Arena. Ne? Was machst du? Lass mich raten. Es wird Zeit für Geiger Dynamax Inferno Pot. Und es gibt. Ich glaube, es gibt ja Dynamax und Giga Dynamax. Also irgendwie gibt es ja nochmal eine Unterscheidung. Sieht auch cool aus. Sieht schon ziemlich cool aus, doch. Deiner Flut. Ich glaube, das war's. Boah. Krasse Animation. Okay, einmal noch. Es fängt an zu regnen. Das ist gut. Wird deiner Schwarm. Oh, das war aber auch heftig. Krass. Aber egal. Wir sind jetzt dran. Und das dürfte es gewesen sein. Feuerorden gehört so gut wie uns, Leute. Na, er lebt noch. Krass. Muss ich sogar nicht das Pokémon wechseln. Oh nein, jetzt bin ich wieder winzig klein. So. Ach komm, lass mal das Toxel beenden. Komm, Toxel, auf geht's. Das kleine Baby. Mit Säure. Komm. Wie eine Flamme, die in die Höhe schießt, stecken auch wir unsere Ziele hoch. Verstehst du? Giga Feuerkessel. Wow. Haha. Sah krass aus, aber Toxel lebt noch. Bye bye. Toxel Level Up, Twacky Level Up, Session. Arena-Leiter Kabu wurde besiegt. Oh nein! Großartige Pokémon und ein großartiger Trainer. Kein Wunder, dass ihr gewonnen habt. 8640 Pokédollar. Ich muss gleich mal schauen, wie viel Kohle wir haben. Du hast mich besiegt. Mich, den sie so oft die erste große Hürde der Arena-Challenge nennen. Dein Talent war meiner jahrelangen Erfahrung offensichtlich überlegen. Ha, wie es scheint, habe ich auch noch nicht ausgelernt. Wie der immer rumläuft. Ich habe keine Zweifel daran, dass du und dein exzellentes Team schon bald zu großem Ruhm gelangen werdet. Es war mir eine Ehre, dass ich heute gegen euch antreten durfte. Für deinen Sieg verleihe ich dir nun den Feuerorden. Ja, bitteschön. Yeah, Feuerorden. Bam. Orden Nummer 3, Leute. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 35 fangen. Ganz kurz.
So. Jungen Trainer wie dir vertrauen wir die Zukunft dieser Kultur an. An euch liegt es, dass ihr am Leben bleibt und sich weiterentwickelt. Ihr gestaltet die Zukunft und wir Erwachsenen sind hier, um euch dabei zu unterstützen. Voll die Traumwelt. Was für ein Kampf, Carlos. Ich war mir zwar sicher, dass du mit Kotomi gewinnen würdest, aber Mann, war das aufregend. Sehr beeindruckend, Carlos. Jetzt hast du also schon den Pflanzen-, Wasser- und Feuerorden. Du kommst gut voran mit der Arena-Challenge. Zur Feier des Tages überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. Irrlicht. Okay. Was macht die? Anwender feuert unheimliche Flammen ab, die beim Ziel Verbrennungen verursachen. Ah, cool. Und hier hast du noch die Uniform von Kabu. Sehr cool. Feueruniform erhalten. Als nächstes führt euch euer Weg durch die Naturzone nach Claw City. Cool, Naturzone. Du hast ihn gehört, auf geht's. Wir haben jetzt so viele Orden, da kriegen selbst die stärksten Pokémon in der Naturzone das Schlottern, wenn sie uns sehen. Ja, die stärksten noch nicht, aber auf jeden Fall schon mehr als vorher. Komm, gehen wir, Carlos. Huh? Der Arenaleiter kommt persönlich vorbei, um uns zu verabschieden. Wow. Ha, ich weiß. Sie haben sicher eingesehen, dass ich der nächste Champ werde, oder? Tja, viele der Arena-Challenger geben auf, noch bevor sie sich die ersten drei Orden erkämpft haben. Es bestehen tatsächlich nur so wenige gegen mich, dass ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerorden verlässt. Ach, die anderen beiden. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass das Flugtaxi so schnell war. Carlos, hopp, meinen Glückwunsch. Reife Leistung gegen Kabu zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alles Gute für den Rest eurer Challenge zu wünschen. Aber nicht nur als Arenaleiter, sondern auch als euer Fans. In der Tat, und um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir einen Fangesang für euch ausgedacht. Hopp, hopp, hopp. Unser Hop ist total top. Und Carlos 85 ist doch ganz klar. Ist genauso unschlagbar. Okay. Die Arenaleiter, die euch ab jetzt erwarten, haben es ganz schön in sich. Doch wenn ihr weiter an euch und eure Pokémon glaubt, dann werdet ihr sie besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, das werden wir auch. Ich meine, wir müssen sie ja besiegen, weil wir am Ende der Arena-Challenge gegeneinander antreten wollen. Komm, weiter, Carlos. Claw City wartet auf uns. Durchquere die Naturzone, um Claw City zu erreichen. Okay. Da hast du uns wieder, Naturzone. Stärker und besser als je zuvor. Claw City liegt irgendwo da drüben, Carlos. Ach, über die Brücken müssen wir. Theoretisch können wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen. Aber wollen wir das auch wirklich? Jetzt, wo wir mehr Orden haben, könnten wir uns hier auch gleich stärkere Pokémon schnappen. Für mich ist die Sache klar. Ich mache noch einen kleinen Abstecher und fange mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's, ein neues Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Die Arbeit könnt ihr euch sparen. Oh, der schon wieder. Es ist doch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena-Challenge zu bestehen. Mit dem ach so unschlagbaren Champ kann es nicht weit her sein, wenn er Nullen wie euch eine Empfehlung schreibt. Vor allem du da. Wie war dein Name nochmal? Hopsala? Du schaffst es ja noch nicht mal, einen Pokéball gerade zu werfen. Jetzt halt aber mal die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolute Spitzenklasse und zweitens ist mein Bruder der beste Champ, den es je gegeben hat. Also pass auf, was du sagst. Du bist wahrlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tu es in einem Kampf. Du gegen mich, da drüben. Vielleicht musst du erst im Staub liegen, um zu begreifen, was für ein Schwächling du bist. Das sagt der Richtige. In der Galamine 2 hat Carlos kurzen Prozess mit dir gemacht. Hast du das schon etwa wieder vergessen? Wenn du zu schwach für meinen Rivalen bist, hast du auch keine Chance gegen mich. Immer redest du nur von Carlos und dem Champ. Ich kann es bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Das kannst du haben. Los, jetzt wird gekämpft.
Carlos, du kannst ruhig schon mal nach Claw City weitergehen. Wir sehen uns dort. Alles klärchen. So, dann würde ich sagen, holen wir uns noch zwei Pokémon. Und dann können wir den Part beenden für heute. Wir haben den Feuerorden geholt. Wir haben jetzt drei Orden. Was ich weiß ist, also hier ist ja die Naturzone, wo wir schon waren. Hier kann man sich immer ein bisschen Watt holen. Also diese, was ja auch eine Währung ist. Und da hinten, wo wir ja hingehen sollen, wie es gerade hieß, da sind noch stärkere Pokémon. Oh, ein Xatu. Na komm her, Xatu. Hey, hey. Ein Xatu, ein Psycho-Pokémon. Cool. Was für ein Level hat das? 26, okay, das passt. Jetzt können wir uns die, nicht die ganz großen, aber schon die größeren Pokémon hier in der Naturzone holen. Das ist ziemlich cool. Als wir das letzte Mal hier waren, da hat man noch gar keine Chance gegen die Level hier. Das ist schon ziemlich cool jetzt. Jetzt macht die Naturzone dann auch mit Sicherheit deutlich mehr Spaß. Ah, nein, das verwirrt. Sich selber. Oh, es ist geflüchtet? Das ist ja doof. Laufen wir noch ein bisschen rum. Haben wir schon? Ich würde noch gerne zwei neue Pokémon holen. Quasi als Ende des Parts. Achso, warte mal, kommt man hier überhaupt runter? Ne, kommt man gar nicht, ne? Da muss man. Ich hätte doch gleich so laufen sollen. Ah doch, hier kommt man runter. Cool. So, was ich auf jeden Fall weiß, das kann ich soweit schon mal sagen. Oh cool, hier ist was Neues. Hier in der Naturzone, da liegen Entwicklungssteine rum. Ein Voltula. Ach, das ist bestimmt, wir haben doch schon mal diese kleine Wanze da gesehen. Bestimmt ein Elektro-Pokémon. Level 46, das ist zu stark. Da müssen wir abhauen. Level 46 schaffen wir noch nicht. Aber Flucht ist gescheitert. Okay. Also Level 46. Ja, wie gesagt, es sind halt auch noch zu starke Pokémon hier. Oh, ein Macholo. Na komm. Dann holen wir uns ein Macholo. Pokémon der ersten Generation, definitiv. Das weiß sogar ich. Oh, Level 15, da müssen wir aufpassen. Ich habe so die Befürchtung, dass ich den jetzt besiege. Nein! Oh, perfekt! Perfekt! Ja, dann lass uns jetzt das Macholo kaufen, wollte ich schon fast sagen. Ich meinte, fange. Wir probieren mal einen Pokéball. Vielleicht reicht ein normaler aus. Die müssen wir auch noch loswerden. Im Zweifel können wir die normalen Pokébälle sonst auch verkaufen. Aber sehr schön. Für Level 15 reicht das noch aus. Es ist eigentlich immer noch so, dass sich ein Maschok zum Machomai entwickelt durch einen Tausch. Oder kann man das mittlerweile auch anders herbeiführen? So, ganz viele Macholos. Ah, eins reicht aber. Was ist denn da oben? Oh, wer bist denn du? Bist du ein Trainer, der kämpfen will? Ach. Was für 100 Watt gebe ich dir was Schönes? Okay. 5 EP Bonbons XS. Okay. Ja. Warum nicht? So. Macholo will ich jetzt nicht nochmal haben. Dann gehen wir über die Brücke hier. Ach, warte mal. Ich vergesse immer, dass ich ein Fahrrad habe. Das ist ja viel schneller so. Was ist das? Sieht wieder relativ groß und stark aus. Ein Skuntank. Ein stinkiger Pokémon. Wie geil. Level 34.
Wir probieren es mal, okay? Wir probieren es mal. Es hat ein deutlich höheres Level als meine Pokémon, aber wir probieren es mal. Das macht schon... Okay, es ist nicht effektiv. Moment, wir probieren es erstmal mit Gesang. Ne, Kreideschrei ist okay, das senkt nur die Verteidigung. Dann kann ich mir nicht das Pokémon wechseln. Bin mir jetzt nicht sicher, ich denke mal, ich nehme wieder Waggon. Waggon ist an sich ziemlich stark mit Gestein. Ich denke, ich nehme. Warte mal, was? Katapult? Ne, diese andere Attacke, Antikkraft. Die meine ich ist relativ stark. So, Skuntank schläft noch. Antikkraft. Gucken wir mal. Er ist aufgewacht. Das war so nicht geplant. So, nach dem Pokémon machen wir erstmal Feierabend für diesen Teil. Doch, das geht ganz gut. So auf Kreideschrei ist natürlich doof. Nicht, dass der uns dann one-hattet. Ich werde mal Nitro-Ladung probieren. Toxin. Werden wir vergiftet. Ist jetzt nicht so schlimm. Der Levelunterschied ist schon zu spüren, aber wir schaffen es. Die Frage ist nur, ob wir es fangen können. Ich nehme nochmal Antikkraft, das hat ein bisschen mehr gebracht. Ich habe es vermutet. Aber egal. Dann nehmen wir jetzt Kikalo. So. Nochmal Doppelkick und dann. Der ist nicht blöd. Der nimmt Kreideschrei her. Schwächt meine Verteidigung und. One-handeln mich dann. Aber vielleicht kommen wir jetzt in den roten Bereich. Boah, krass. Wir schaffen das. Ist jetzt egal, ob ich das ganze Team irgendwie opfern muss. Nach dem Pokémon ist ja Schluss. Von daher... Probieren wir das jetzt einfach mal. Sieht mir lustig aus. Wie sieht eigentlich aus wie eine Katze? Nicht wie ein Stinktier? Aber gut. So, jetzt ist er im roten Bereich, Leute. Wir probieren es jetzt zu fangen. Mit dem Superball. Hoffentlich klappt's. Denk mal, wir werden 2-3 Pokébälle brauchen mindestens. Ich probiere es gleich nochmal. Ganz knapp. Mann. Einmal probieren wir es noch und dann würde ich nochmal versuchen, Schaden zu machen. Aquakarre. Ja, okay. Dann halt andersrum. Tiefschlag. Also es reicht halt ein Schlag. Echt 6 Level höher. Das ist krass. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Weißt du was? Wir nehmen jetzt Gesang her. Wir probieren es nochmal mit Gesang. Jetzt mit Kotomi. Wir hoffen, dass... Tiefschlag ist fehlgeschlagen. Das ist gut. Gesang auch. Memento Mori, was ist denn das? Was ist das? Angriff sinkt stark. Okay, das ist nicht so schlimm. Was? Warum wurde der besiegt? Was ist denn jetzt passiert? Okay, das war anscheinend, der hat sich jetzt selbst verletzt irgendwie. Okay, dann müssen wir noch weitermachen, weil ich wollte ja 2 Pokémon fangen. Ein Kingler.
Wollen wir einen Kingler fangen? Nee, ist kein neues Pokémon. Das ist ein Krebskorps, ne? Ne, wie heißt der? Das ist kein Krebskorps? Oh, so ähnlich. Die Weiterentwicklung, glaube ich, ne? Wow, guck mal, ein Gyarados. Aber da kommen wir noch nicht ran. Da kommen wir nicht. Wow, ein Stalos. Der ist auch noch zu krass. Der wird bestimmt Level 50 haben oder so. Was bist denn du? Wir gucken mal. Aber ich befürchte, der hat auch wieder so einen riesigen, einen Bronzong. Ich habe die Befürchtung, der hat Level 50. 46, ne. Wir sind zu stark. Aber wir können ja auch nicht mal flüchten. Das ist dann echt doof. Das finde ich doof, dass man dann nicht flüchten kann. Ich habe einen starken Pokémon. Okay, wir sind entkommen. Guck mal, hier. Was haben wir denn hier? Definitiv ein neues Pokémon, ein Bronzel. Ah, das ist bestimmt die Vorentwicklung von dem Bronzong, den wir gerade gesehen haben. Level 34. Wird schwer, aber wir probieren es nochmal. So, wie schauen die Pokémon aus? Ah, wir haben drei Pokémon. Jetzt gucken wir mal, was er für eine Attacke hat, je nachdem. Rambus. Das geht. Ist nicht effektiv. Dauert ein bisschen, aber wir kriegen ihn runter. Wir haben noch zwei weitere Pokémon. Jetzt nimmt er wahrscheinlich wieder Rambus her. Nee, Sondersensor. Was macht das? Auch nicht effektiv. Also der. Mit Katomi ist schon mal eine ganz gute Wahl. Der macht zwar nicht viel Schaden, aber wir kriegen auch nicht viel Schaden. Natürlich cool, wenn wir am Ende noch Gesang reinbringen, damit er schläft. So, nachdem hören wir aber auf jeden Fall auf. Der Part geht jetzt schon relativ lange. Und dann machen wir im nächsten Part weiter, noch ein bisschen mit der Naturzone und gehen dann in die nächste Stadt. Nach Claw City müssen wir jetzt. So. Jetzt nehmen wir Gesang. Ah, okay. Bodyguard schützt. Wir probieren es nochmal. Okay. Wie lange schützt Bodyguard gegen Gesang? Ist es jetzt für immer oder nur? Wir probieren es nochmal. Wird doch Bodyguard geschützt. Ah, so, jetzt ist die Hülle weg. Ah, sehr gut. So, jetzt schläft er. Jetzt ist die Chance für uns, es zu fangen. Hoffentlich. So, komm mal. Das wäre jetzt bis jetzt das höchste Level. Aber er schläft immer noch. Probieren wir es nochmal. Das Gefühl, es klappt einfach nicht. Ich weiß auch nicht, ob man Pokémon fangen kann, die ein höheres Level haben als die eigenen Pokémon haben. Ich weiß gar nicht, ob das geht, ehrlich gesagt. Es geht! Yes! Super! Okay, damit haben wir unsere Pokémon gefangen. Und haben nochmal Level Up. Kotomi Level 30, Tracky oder Chimsticks Level 29. Sehr cool. Und noch ein Eintrag. Bronzel. Es heißt, wenn man es poliert, spiegelt sich die Wahrheit in ihm wieder. Bronzel mag es jedoch überhaupt nicht, poliert zu werden. Okay, Stahl und Psycho. Ich guck mal kurz. Also, jetzt gucken wir mal. Waggon. Behalten wir. Toxel. Ich glaube, ich werde mal gucken, wie sich Toxel weiterentwickelt. Tracky. Ich werde Tracky rausnehmen, weil ich habe Tracky oder Chimsticks
Sticks. Ich habe den halt in Schwertvariante und ich will andere Pokémon drin haben. Deswegen habe ich jetzt, ja, Bronzel ins Team aufgenommen und Tracky in die PC-Box geschickt und ich brauche auch keine zwei Pflanzen-Pokémon. So Leute, von daher, mach mal genau. Ich habe Ein Nebulak. ein Geist. Da war, das war ein Nebulak, ja. Den fangen wir im nächsten Teil. Holen uns hier noch. Holen uns hier jetzt noch ein paar Watts. Holen uns noch die 50 Watt hier. Und ja, Leute. Wir machen hier einen Cut. Beim nächsten Mal machen wir in der Naturzone weiter und werden uns dann Richtung Claw City bewegen. Von daher, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Carlos. Ciao.